Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Railroad hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind auf dem Weg. Wir wollen noch ein paar mehr von diesen wunderschönen roten Zügen haben. Das ist quasi das, was uns jetzt erstmal, ja, plagt. Wir brauchen 10 Stück davon, denn wir wollen bei der Steuerung auch verbesserte Gleise gehen, damit wir dann Geschwindigkeiten bis 120 erreichen. Und dann müssen wir wirklich mal langsam aber sicher unsere ganzen Züge hier nochmal überdenken. Das heißt, wir müssen erstens einen Plan haben, davon, welche Züge wir haben, wie teuer die sind, wie billig die sind, welche wir davon wegschmeißen können, welche wir weiter behalten wollen und dann halt neue Verträge abschließen, die wir da reinbringen. So, aber wir werden jetzt natürlich hier auch erstmal ein automatisches Signal drauf bauen und ich werde hier auch einen Abfahrtsensor dran bauen, der quasi einfach sagt, Routing Table plus. Ah ja, den muss ich jetzt natürlich sagen, wenn er jetzt zu verschiedenen. Da ist er dahin. So. Unewald ist mir erstmal egal. Gesundbrunnen fährst du dahin. Heerstraße fährst du dahin. So, das müsste dann hier über den geklärt werden. Ja, der müsste da drüber laufen. Und dann geht's weiter. So, der klärt hier für hier oben alles erstmal. Der muss nachher Beuselstraße noch dazu kriegen. Grunewald braucht jetzt hier noch eine andere Einfahrt. Das müssen wir auch nochmal demnächst umbauen. Aber jetzt können wir erstmal ein bisschen wieder laufen lassen. Haben jetzt mal hier sozusagen jetzt alles gesichert. Und achso, hier unten wollte ich noch auch einen Gleis-Dingsbums draufbauen. Einen Abfahrtsensor. Und den müssen wir dann auch noch einstellen, wenn du dahin willst, dann fährst du da drüber. Alles andere fährst du hier lang. Und der klärt das dann nach hier oben hin. So, gut. Dann sollte das jetzt auch erstmal automatisiert sein. Der will hier, glaube ich, nicht weg von Grunewald. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, der bleibt da noch stehen ein bisschen und dann kriegen wir um 23.28 Uhr ein bisschen Geld. Und der bleibt, der will nochmal nach Ruhleben rausfahren. Also der fährt dann nochmal einmal hier die Strecke mit ab. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, mal ein bisschen schneller die ganze Sache hier, damit das ein bisschen vorangeht. Und wir gucken mal noch bei neuen Verträgen, was wir da so Schönes haben. Wannsee, Charlottenburg, Wannsee haben wir hier nochmal. Der ist aber zu billig dafür, würde ich sagen. Den lehnen wir ab. Hier haben wir Wannsee-Heerstraße. Ja, das kennen wir schon. Gesundbrunn, Charlottenburg, da will ich ja ganz gerne eine andere Richtung noch haben. Der ist mir zu billig und der ist hier auch ablehnungsbedürftig. So. Gut, was ist jetzt los hier? Irgendwer hält hier den Verkehr auf. Der hat Verspätung. Hier sind zwei Züge, drei Züge sind hier drin. Achso, ein Güterzug fährt hier durch. Ein Güterzug? Wo will der denn hin? So. Der weiß nicht, wo er hin soll. So. So, dann ist er abgeschlossen. Okay, der fährt dann auch durch. Okay. Gut, jetzt haben wir hier ein bisschen Verstopfung erzeugt. Das ist natürlich gar nicht mehr so gut. So. Das ist der, der nach da oben wieder hoch will. Okay, so, der fährt jetzt da rein. Dann kommt der nächste noch. Der müsste. Oh, hat keine Verspätung gehabt. Oh, hätte ich jetzt erwartet, dass er Verspätung hat. So, wie sieht es bei dem aus hier? Der müsste Verspätung haben. Auch nicht. Na, das ist doch. Dann war der Knoten ja gar nicht mal so schlimm, den wir da erzeugt haben auf der Strecke. Und dann kriegen wir da ja die Punkte zugeliefert. Ach, guck mal, hier war noch ein Güterzug unterwegs. Der war schon hier wieder. Ach so, das war der, der hier rumgeparkt hat, ne? Genau. So, gucken wir mal weiter hier. So, wir haben Nahverkehrszug, Gesundbrunn, Heerstraße. Ah. So, hier mal ein Güterzug, der in Charlottenburg eine Weile rumsteht. Das Gleis ist noch belegt, aber der bringt gut Geld und der kommt von Ruhleben und will dann zur Heerstraße durch. Den können wir durchaus dann hier drauf geben, wenn dann der Zug hier weg ist. So. Das ist hier, nee. Und das hier ist ein Intercity. Zielgeschwindigkeit 120 würden wir nicht erreichen. Ist aber wiederkehrend. Hält eine Minute da und hält eine Minute im Berliner Hauptbahnhof. Müssen wir aber den ersten Berliner Hauptbahnhof mit freischalten. Obwohl wir das jetzt mittlerweile könnten wir das uns leisten, ne? Dann müssten wir hier ein Durchfahrtsgleis sozusagen machen, wo der dann hier mal durch Gleis 1 durchfahren kann nach oben zum Berliner Hauptbahnhof.
14.000, aber ja, wir kriegen ja die Geschwindigkeit nicht. Wir kriegen die Geschwindigkeit. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Gut, weiter geht's. Gucken wir weiter, was da so ist. Da, der ist auch abgeschlossen worden. Gab es auch wieder ordentlich Geld. Jetzt fahren ja zwei raus und beide wollen nach Ulim. Und der langsame Zug fährt natürlich voraus. Das ist natürlich auch nicht so schön. Gut, der sichert sich schon mal die Strecke, aber fährt da schon mal rein. Und erst wenn der hier raus ist, dann fährt der los. Na, das könnte hier ein bisschen Verspätung geben. Vor allem, weil der Zug jetzt nicht gerade der schnellste ist hier. Ah, huge. Okay, das wird sich da. Zack, das ist da abgeschlossen. Da gab es Geld. So, der will auch jetzt da oben hoch. Okay. Der kann da durch. Was ist hier los? Achso, der muss jetzt zugewiesen kriegen, auf welches Gleis er fährt. Weil der halt kein festes hat. Abgeschlossen, sehr gut. Geld gab's. Und nochmal einen roten Punkt dazu. So, jetzt muss der da bloß raus. Oder wir gucken mal, ob er denn... Ja, der hat Verspätung 2000. Ja, der muss hinter dem Güterzug hinterherfahren. Wannsee, Heerstraße, Wannsee. Also von hier nach da, nach da. Für 4000. Das ist eigentlich nicht mehr so schlecht. In der City, da erreichen wir die Geschwindigkeit nicht. Nicht Kohle, aber der erreicht die Geschwindigkeit nicht. So, Ruhlim, Charlottenburg, Heerstraße. Ein Güterzug. Der steht hier gerade in Charlottenburg rum. Den erwarten wir noch. Und das ist ein Nahverkehrszug. Den könnten wir... Man hat hier Gleis 1 seinen Platz. Boah. Boah. Setze ich den hier dazwischen? Hä? Der gleiche Zug? Achso, das ist der Halt denn? Oder wie so lange hält der denn? Hm. Die sind hier eine ganze Weile unterwegs drin. Was wird er da erwartet? Ist schon ein bisschen zu spät. Aber noch drin in der Zeit. Der kommt auf Gleis 3 an. So. Wo ist das? Ach so, das ist der, der wieder zurückkommt. Ah. Ja, das hätten wir besser teilen müssen. Na gut, egal. Müssen wir den. Wenn der hier wieder drin ist, dann können wir den anderen hier losschicken. Das geht dann. Das müsste klappen. So, der fährt da durch. Genau. Okay, passt. Oben ist einer abgeschlossen worden. Gab es schon wieder einen Punkt. Sehr gut. Dann wird der bald abgeschlossen. Gibt es den nächsten Punkt. So, wenn der jetzt hier wieder zurückkommt und hier in dem Gleis drin steht, dann ist hier der nächste Zug schon fast da. Das ist hoch und günstig. Ich das schon nicht mit runter. Mann, verdammt, ich dachte, ich kann ihn damit reinbringen. So, nochmal in der City. Kann man ablehnen erstmal. Den Güterzug. Kann ich auch nicht warten lassen. Oh, der müsste auf Gleis 4 fahren, aber nee, von der Seite nicht. Ablehnen, Nahverkehrszug. Gesundpunkt, Beuselstraße. Brauche auch ein Depot. Okay, ablehnen. So, jetzt ist der Zug hier drin. Okay. Fährt jetzt ab. So, wie sieht es hier aus? Da kriege ich auch keinen dazwischen mehr. Ja, da ist schon, also die Strecke, die ist hier schon ordentlich bedient, ne? Muss man ja sagen. Da läuft da einiges. So, was haben wir hier? Das ist der, der in Charlottenburg nebenbei rumsteht. Okay, hier kommt jetzt der Güterzug angefahren. Dem müssen wir natürlich gleich sagen, wo er in die Heerstraße fahren muss. Also hier müssen wir das letzte Signal müssen wir ihm setzen. Dass er... Heerstraße beliebig möchte er. Gleis 4 geht er dann. Der steht dann nochmal eine ganze Weile da rum, glaube ich, ne? So, genau. Heerstraße beliebig, genau. So, okay. Dann kommt der jetzt hier raus. Dann nehmen wir den an hier. Fahren mit dem hier wieder auf Gleis 5 und lassen den dann da erstmal warten. So, machen wir jetzt hier annehmen. Warum habe ich ablehnen geklickt? Ach man. Ja, okay. Dann klicken wir dann halt ablehnen. Nein, das wollte ich doch nicht. So, der weiß, dass er jetzt hier durchfahren soll. Damit ist das schon mal ganz okay. Ist das schon mal durchgefahren. So, hier ist jetzt
Er kommt jetzt hier, er will ihn wieder nach Wannsee durch. So, der fährt raus. Was denn hier? Rudi im Heerstraße? Nein. Taui. Was denn das? Den würde ich hier ganz gerne noch mit reinbauen. So, jetzt kommt er hier und jetzt müsste dann gleich hier der aus dem Dings kommen, ne? Aus dem Depot. Und da schon der nächste wieder an. Eieiei, nee, ich glaube, den kriege ich da nicht mit unter mir. Gut, dann gucken wir mal, ob wir einen haben, der weniger als 4000 bringt auf diesem Stück Strecke hier. Den schmeißen wir dann raus. Gut, aktive Verträge. Der bringt 4700. Warte mal. Von Wannsee. So, der bringt 1800, ne? Das ist doch ein Nahverkehrszug, den können wir rausschmeißen. Der bringt nur 800. Ah, das ist der, der da dann da anhält. Okay, dann schmeißen wir den raus. Welcher ist denn das? Das ist die 862. Kann ich das irgendwo noch sehen? Kann man sich hier sehen? Strafe für... Nee, sehe die Nummer sehe ich hier nicht, ne? 62 sehe ich hier irgendwo, welcher Auftrag das ist. Vertrag. Der ist es nicht. Vertrag. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Der ist es. Der fliegt dann raus. So zu 50. Okay. Dann schmeißen wir den jetzt raus. Der bringt ja eindeutig weniger Geld. Und da haben wir dann ja jetzt dann hier um 23.50 Uhr haben wir dann hier ein Fenster offen, wo wir den mit rein schieben können. So, wir gucken mal, Heerstraße, Wannsee. Ne, hier unten sehen wir ja, da sind jetzt drei Züge, die jetzt kurz hintereinander da ankommen wollen. Aber hier müsste jetzt sozusagen dann bei Minute 30 rum irgendwo was frei sein im Fahrplan. Da müsste hier ja, genau, da ist ziemlich lange Pause, da können wir den dann einsetzen. Da müssen wir bloß achten, dass wir nicht ablehnen klicken, sondern dass wir auch annehmen klicken. Also da müsste er dann hier ganz gut kommen und dann müsste er hier ungefähr... Warte, wir können ja mal ganz kurz gucken, wenn wir hier Fahrplan, das ist Abfahrt um 15 Minuten brauche ungefähr bis dahin. Das heißt, er müsste hier so bei 45, 50 rum, ja, passt schon. Also den setzen wir dann hier auf 10:30 ungefähr, 0:30 Uhr jetzt dann hier an, dass denn der zukommt. Okay. Da müssen wir drauf achten. Wenn 0.30 Uhr, dann kann da dazukommen und dann müsste das ja alles wieder reinpassen. Gut, Gesundbrunnen, Charlottenburg, Gesundbrunnen für 2000. Da können wir jetzt mal wirklich gucken. Gesundbrunnen, Charlottenburg, Gesundbrunnen. Der könnte hier dazwischen passen, ne? Was bist du für einer? Du fährst Gesundbrunnen, ne? Und du kommst, bist wieder da. Hier bist du schon wieder da. Das heißt, den könnte ich auch direkt hier anschließen lassen. Bringt aber relativ wenig Geld, aber er bringt erstmal Geld und ist ein zusätzlicher Vertrag, der jetzt erstmal nicht wehtut. Okay, da können wir uns auch drum kümmern. Okay, jetzt müssen wir erstmal auf halb warten. Dann können wir den hier unten den Wannsee-Auftrag annehmen. Geld haben wir echt viel, aber das brauchen wir auch echt viel, wenn wir nämlich hier die 10 Punkte zusammen haben. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, nicht, dass der Güterzug mich hier irgendwann verstopft. So, wenn wir nämlich die Gleise alle auf noch schneller machen. So, abgeschlossen. Der hat ein bisschen Verspätung, genau. So. Gucken wir hier mal. 20, da kommt hier ein Zug an. So, der kommt jetzt sich hier an. Da kommt gleich der nächste. Und wenn der hier wieder oben ist, dann... Der fährt ja auch Charlottenburg an. Dann kann der nächste gleich hier Charlottenburg machen. Der ist dann 10 Minuten später wieder da. So. Gut. Dann ist 20, okay. Also hier machen wir auch so 35 dann den nächsten Auftrag ran. Jetzt müssen wir wirklich dann ein bisschen drauf achten. So, den wollen wir dann akzeptieren. Den lehnen wir ab. Den will ich eigentlich immer nochmal machen. Gesundbrunnen, Berliner Hauptbahnhof. In Intercity für 86 km/h. Immer wiederkehrend. Von hier nach da. Und dann? Gucken wir uns an den Bahnhof.
So. Gut. Nehmen wir den erstmal auch raus. Golem, Charlottenburg, Golem. Da können wir auch mal gucken, ob wir der einen schlechteren als 3000 haben, dass wir den dann austauschen. Gut. Okay. So, wir haben es jetzt 28. Ist kein Zug unterwegs. Das ist auch interessant. Wo ist da kein Zug unterwegs? Der wieder. Wie lange brauchen wir von da nach da? Okay, dann müssen wir 35 nehmen hier. Wenn der hier ist, dann müssen wir den einsetzen. Alles klar, okay, dann müssen wir das. So, wenn der jetzt gleich abfährt. So, jetzt. Akzeptieren. Gleis 1. Von hier nach da. Nach da. Nach da. So soll er fahren. Das müsst ihr ja eigentlich ganz friedlich durchkriegen. Ja, einmal ist das jetzt hier blockt. Machen wir gleich weg. So, das machen wir dann auch weg. So, dann soll der wenden. Und dann soll der hier hinfahren. Nein, nach da. So. Jetzt habe ich den anderen nicht. Jetzt hätte ich den anderen Charlottenburger, hätte ich jetzt auch schon draufsetzen können, oder? Gesundbrunnen, Heidelberger Platz. Interessant. Gar nicht. Wo ist der denn? Hier hinten. Oh, okay. Intercity ablehnen. Heidelberger Platz nehmen wir auch erstmal ab. Den wollte ich jetzt nochmal gucken hier. Kann ich den jetzt noch ansetzen? Knapp. Mist. Ich verpasst. Den hätte ich hier ansetzen sollen. Naja, gut, okay. Müssen wir in der nächsten Stunde machen. Okay. So, jetzt kommt er hier wieder raus. So, okay, ja, das hat er dann doppelt. Wissen wir ja. Gut, dass der Güterzug jetzt nicht uns dazwischen funkt. So, das ist auch doppelt. So, jetzt kommt er hier an und jetzt müssen wir die Meldung kriegen. Dass der hier sauber angekommen ist. Und wir kriegen die vollen 4000 hier und das akzeptieren wir natürlich. Und somit haben wir einen Vertrag ausgetauscht, der uns, glaube ich, von 1800 auf 4000. Also das bringt uns dann deutlich mehr Kohle. So. Naja, hier ist schon wieder ein Zug angekommen. Alles klar. Der fährt auch ab zur Heerstraße. Okay. Ach, das ist ja aus dem Depot, ne? Der war ja auch knapp. Ein Depotzug da nicht. Nicht verdingenskirchse. So, möchte der eigentlich hin? Ach, der verschwindet hier dann einfach in 10 Minuten. Okay, gut. Na, das ist doch auch schön. Das nehme ich doch gerne an. So, gut. Gleich ist es soweit, dass wir die schnelleren Gleise erforschen können. Nämlich, wenn der Zug hier raus ist. Oder wenn der Zug raus ist, aber der wird eher draus sein. Hier, 5 Minuten, der braucht auch elendig lange hier. Ne? Das muss auch unbedingt mal von der Zeit hier ein bisschen verbessert werden. Naja, gut. Wir stehen hier nämlich 2 Züge mal an. Weil der so lange rumsteht hier. Kann der so lange rumstehen? Der kommt so früh an. Ich müsste den theoretisch ganz nach vorne. Ich müsste den ein bisschen nach vorne schieben, generell. Weil der schneller fahren kann, schon als wir damit abgeschlossen haben. Gut. Okay, also jetzt haben wir den Salat. Aber wir haben genügend Forschungspunkte. Wir schalten jetzt noch die schnellen Gleise frei. Hier. Nee, wo? Da war's. Genau. Die verbesserten Gleise bis 120 km/h. So. Und jetzt können wir quasi verbesserte Gleise bauen. Überall da, wo es geht. Und dann gucken wir mal ganz kurz in den Einkaufswagen hier rein. Die verbesserten Gleise kosten 5000 pro Einheit. Und wenn man jetzt sagt, wir möchten Geschwindigkeit ändern, das kostet halt 9000, das kurze Stück hier. Ne? Also da können wir jetzt richtig viel Geld ausgeben, um hier nochmal ein bisschen Verbesserung zu bringen, damit die Züge schneller fahren können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das große Ausgeben des Geldes machen wir natürlich in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Genau 20 Minuten.